Ich habe das Gefühl, das bringt mir overall mehr und stats-technisch ist das Pi mal Daumen dasselbe. Ja, Zeit für den Boss. What do we have here? We have... Oh, another one of these shut fuckers. Ich habe die falsche Flask ausgewählt. Ich hasse diesen Boss. Ich hasse ihn, literally. Come on. Not sure if this was worth it. Everything is dead. At least something. Okay. Eben resten, damit sich mein Kram wieder auffüllt. Der Dungeon war nicht so schlimm. Der war actually in Ordnung. So. Ich frag mich halt, ob ich hier oben den Weg lang gehen will, der hier eingezeichnet ist. Oder zumindest versucht da hinzukommen, weil das wäre so meiner Meinung nach der Punkt, wo man irgendwie eine Karte versteckt. Oder die ist hier oben im Fognebel. Das heißt, wir wollen auf jeden Fall nach Nordwesten. Der Weg hier sieht ziemlich dicht aus. Gucken wir mal. Muss ich das irgendwo anders hin? Ja, ich glaube, von hier kommen wir da nicht hin. Oder? Was habe ich denn hier entdeckt? What is this? Oh Gott. Das hier sieht aus wie Miyazakis feuchter Traum. Aber nicht der gute, sondern der mit Shit-Tons an Gift. Speerfeuer. Okay. Okay, es ist nicht Gift. Das ist schon mal beruhigend. Ich meine, es sind pupsende Flammen, aber das macht es halt auch nicht besser. Da ist noch ein... Funny enough, mein Pferd hat gerade keinen Double Jump mehr. Jetzt hat er es wieder. Ist ein Cooldown drauf? Gerade die ganze Zeit ging es nicht und jetzt geht's wieder. What? Okay, ich kann entweder da hoch. Was mich zur Straße führt, mit 20.000 Todesgeckos. Oder ich kann hier unten lang, wo 20.000 arme Seelen rumeiern, die mir keinen Schaden machen. Wir eiern zuerst mal unten lang. Die fallen vom Himmel. Cool.
Vulkanstein und Herba. Oh boy, what do we have here? Worum gepupse? Und mehr Pilze. Okay, das war nur halb so schlimm wie gedacht. Das war echt nicht so schlimm. Hier ist ein Grace. Okay. Ah, das ist eine Map. Nordöstlich irgendwo. In die Richtung? No way, ist das hier unten oder ist das oben? Dude, this has to be up. Yep, cool. Der Kram liegt also da oben irgendwo auf dem Berg, wo ich nie im Leben hinkomme von hier unten. Schön. Well, that's annoying. But wait. Ich glaube, die Karte hat mir gerade was gezeigt. Musst nur zweimal hinsehen. Ich habe wieder eben auf der linken Seite den Weg hoch gesehen. Ich glaube, wir nehmen den mal eben und holen die Karte, weil runterporten zu dem Grace kann ich jetzt jederzeit. Ohne Karte exploren ist halt. Meh. Achso, cool. Wir gehen hier nach Todesgeckohausen. Das macht. Das beruhigt mich ja ungemein. Nope. Nope. Stop it. Wait a second. Das hier ist eine Sackgasse? Wait, what? I feel scammed. Oh, Dudes, könntet ihr vielleicht aufhören, hier überall fucking Giftkrotze hinzulegen? Der Weg führt echt da oben lang. Ach ja, ich bin ja in Konvent. Kann ich bitte out of combat, please? Nee, ich muss echt oben lang. Für die Karte. Das ödelt mich ja so ein bisschen an. Weil das ist Sackgasse. Also guck mal nur zurück. Das Grace hier habe ich, ne? Das Grace hier habe ich nicht. Wie zum Geil habe ich das eben übersehen? Magic, I guess. Okay. Ich könnte jetzt einfach, ne, sagen, dass das ein sehr merkwürdiger Umweg ist, den ich laufen muss, nur um eine Karte einzusammeln. Weil basically bin ich jetzt wieder da, wo ich angefangen habe. Was sich irgendwie falsch anfühlt, aber hey.
Ich weiß nicht, was das für lustige Symbole sind, die hier überall rumeiern. Ich weiß nicht, warum mich das getötet hat. Und das ist dieses Open-World-Geschüssel, wo ich echt so... Muss das sein? Muss man Shit so placen, dass ich jetzt 20.000 Kilometer extra laufen muss, nur weil ich gerne eine Map in meinem Gebiet hätte? Anscheinend ist das so. Ich meine, at least kannst du zu deinen Graces porten, sure, but... Natürlich liegen meine Souls jetzt oben. Come on. Ich laufe gerne durch 10 FPS Land. Ist ja auch sehr, sehr spannend hier. Ist halt... Das Zusammensetzen der Skelette ist halt so Next Gen, dass das, ne, kein normaler PC handeln kann. Oh, bitte sag mir, ich komme hier irgendwie runter. Oh, come on, dude. Was ist das? Achso, ich sehe es nicht, weil ich keine Karte habe. Weil die Karte literally im Arsch der Welt ist. Dude. Das hält noch schlimmer als Hollow Knight. Bei weitem. Hallo, meine Liebe. Dein Red Hat sehe ich in jedem Blumenfeld. Wie geht's dir? Ah. We meet again. In truth, it's been smooth sailing for me. The Scarlet Rot has stilled since last we met. As such, I've been able to continue my journey. Though rather vexingly, I realized that if I still had my sword arm, I could have aided you in battle. Now I'm tracing the path Melania took after unleashing the power of the Scarlet Rot during her battle with General Radahn in the Caelid Wilds. I should like to meet her. This vanished woman. I think she's in the north, in the lands that lie beyond the Erdtree. Now, I'm tracing the path Melania took. Cool. She's passed into the land. Ah, da ist sie. Hast du sie nicht gefunden? Ich frag mich, was das da ist. Noch ein Grace, nice. Man, ich weiß echt nicht, ob ich ein Fan davon bin, dass du Gebiete quasi aufdecken kannst, in die Reihen läufst. Aber das nimmt quasi nur den ersten Layer of Fog weg. Ich glaube, ich wäre cooler, wenn es gar keine Karten geben würde und du durch dein Rumlaufen die Karte aufdecken würdest. Ja, keine Ahnung. Ah, es ist alles doof. Ist alles Arsch. Alles Ass. Okay, warte mal hier. In den Ruinen von Lux. Keine Ahnung, warum Lux Ruinen hinterlassen hat, aber anscheinend war der Double Rainbow dann doch zu stark. So far, so nothing. Ich höre da oben was, aber ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wie ich da hinkomme.
Ich sehe spontan keinen Weg da hoch. Außer es ist irgendwelcher. Skyrim Shenanigans. Gut. Schildaufprall. Anscheinend ist jeder super mad, dass ich das gelootet habe. Die ganze Kavallerie raufbeschworen. Ja, nicht ganz drei Mobs. Oh ne, war meint. Da kommt die Verstärkung. Hör auf rum zum Brüllen. Shut up. Aua. Hör auf mich zu schlagen. Oh. Mein Gott, wie viel kommen denn hier? Okay, funny enough, mit Power Stance ist die Jump Attack actually ziemlich nice. Oh Gott, wer kotzt mich hier an? Stop it. So viel Aufwand für einen Faden. Drei goldene Runen und ein Faden. Ich könnte mir schon ein Zepter bauen, um mich selbst hier zu hypnotisieren und mir einzureden, dass das total worth it war. Ey, das ist der eigentliche Eingang. Ich meine, ja, das hier ist basically dahinter. Ah, sieh mal einer an. Wer zweimal guckt, sieht dann vielleicht auch den Boss. Okay. Hi. Okay. Das war viel, viel, viel zu einfach. Ich meine, gut, es war auch ein bisschen random, dass der ein Boss ist. Ritualschwert-Talisman. What do you do? Der Ritualschwert-Talisman erhöht die Angriffskraft bei maximaler LP. Er ist quasi reverse Red Tearstone. Hat sich also doch gelohnt, sich hier ein bisschen umzugucken. Okay, sie will einen Schwertarm, hä? Wo kriegen wir denn einen Schwertarm für sie her? Außer ihn random irgendwo zu finden. Irgendwo in der weiten Welt. Wo auch immer er versteckt sein mag. Da geht's hoch. Da ist noch eine Dungeon-Statue. Komm ich gerade von da? Ich komme gerade von da. Da geht's dahin. Ich hätte gern diese Karte, aber ich habe das Gefühl, ich muss bis nach da oben. Und dann
nur um hier zu erkunden. Was ein bisschen... bisschen mäh ist irgendwie. Oder? Also was, wir gucken jetzt einfach mal. Maybe, wenn ich da in das Anwesen gehe, finde ich das umso. Also sie steht im Moment bei den Ruinen von Lux. Okay. So, wo war er jetzt hier? Ich bin von da gekommen. Das war der Weg vorwärts und hier ist irgendeine Feste. Let's see what we have here. Free Souls. Die lustigen Dinger. Den haben wir schon mal entschärft. Interessant, dass sie so extrem viel Rüstung haben. Oh boy. Ja, ich sehe halt keinen Weg da hoch, ne? Meine absolute Hoffnung gerade ist, dass ich da reingehe und einen Teleporter finde, der mich hochbringt. Das ist gerade meine einzige Hoffnung. So far, I don't see shit here. Ich sehe da hinten irgendwie einen Falten. Den können wir von mir aus falten. Qualis. Na, das ist ein Item. Cool, Schwertstein. Das haben wir schon lange nicht mehr gefunden. Was fightet hier? Okay, Jump Slash ist halt nice. Ich wusste nicht, dass das mit Power Stance funktioniert. Aber die scheint actually nicht Arsch zu sein. Okay, let's see. What do we have here? Ein Arschloch, das mich von hinten angreift. Die machen erstaunlich wenig Schaden. Ich habe das Gefühl, ich hätte hier schon viel früher sein sollen. Aber hey, da sage ich jetzt, weißt du? Und dann laufe ich jetzt gleich wieder 3 Meter vor. Und dann kommt wieder Rudi, der randalöse Dackel. Und zeigt mir den Mittelfinger. Festung laid. Siehst du, ich sag doch, Rudi der randalöse Dackel. Der Randale-Bo, ey. Ich wusste es einfach. Der Mob ist aber auch weird. Ja, Zeit da einfach reinzureiten.
Was ist denn hier auf der linken Seite? Oh, noch so ein Vieh. Ja, da deal ich ja nicht mit. Ist mir ja noch vollkommen Wumpe, weil die da veranstalten. Kommst du hier hoch und willst unbedingt fighten? Anscheinend. Feuermönche. Okay, die fighten sich gegenseitig und ich darf hier in Ruhe gegen Rudi fighten. Glaubst du wenigstens was Cooles? Infernale Brä-irgendwas-Axt. Feuerprälätenrüstung. Ich habe noch nie gesehen das Wort Präläten. Okay. Ich habe eigentlich erwartet, dass irgendwas auf mich drauf droppt. Rüstungsschmiede. Okay. Ist hier unten draußen noch irgendwas? Da ist nichts. Da ist nichts. Gut. Dann schauen wir doch mal, was hier oben so stattfindet. Mord, Totschlag und eine leere Chest. Haha, diese erbärmlichen Narren. Sie werden mich nie finden. Ich werde überleben, das schwöre ich. Ich bin bald zurück im Haus Vulkan. Ich guess, das war der Typ hier. Achso, der hat quasi sich die Chest gegönnt. Und hat sich dann versteckt. I see. Irgendwie ist hier ziemlich wenig. Ich habe jetzt mehr erwartet von der Festung, wenn ich ehrlich bin. Die ist ein bisschen, wie soll ich sagen? Lame? Da hinten scheint es definitiv weiter zu gehen, so in Richtung Süden. Da ist Lava. Können wir hier runterdroppen? Ne, das ist einfach nur so ein Hiding-Spot, okay. Jo, die Festung war ein Reinfall. Bis auf den randallösen Rudi war hier nicht viel. Achso, ja, natürlich. Ich kann hier drin natürlich nicht aufmounten. Ihr fightet. Lass mal nach Süden. Aber ich könnte einfach mal gucken, was auf der anderen Seite genau so abgeht. Okay, wir haben einen Bullshit-Mob.
Na gut, da ist der andere. Ist sonst noch irgendwas? Ich gucke halt gerade eher so nach Items. Aber ich sehe gerade nichts. Nope, da ist auch nichts. Was haben wir hier drüben? Nö. Das klang nicht gesund, was ihr da gemacht habt. Ich will es gar nicht wissen.